Es war Zeit, den Dingen ein Ende zu setzen. Ich erwischte das Bügeleisen. Es brachte die entscheidende Wende. Mein Vater sank nieder und röchelte. Erst jetzt fiel mir auf, dass sein dämonisches Blut den ganzen Raum kontaminiert hatte. Ich nutzte die letzten Momente seines Lebens, um ihm noch einmal meine Lage zu erklären. Was der 35-jährige Matthias Illigen hier vorliest, ist kein Auszug aus einem düsteren skandinavischen Krimi. Es ist Wirklichkeit. Januar 2007 im österreichischen Vorarlberg. Im Elternhaus begeht Matthias eine schreckliche Tat. Er tötet seinen Vater durch massive Schläge auf den Kopf. Der gerade pensionierte Ingenieur Harald Illigen verblutet. Es ergeht Strafanzeige gegen seinen Sohn wegen Mordes. Im Zuge der Ermittlungen wird klar, die Motivlage ist in der kranken Psyche des Täters zu suchen. Der Vater stirbt mit 66 Jahren und wird in seinem Heimatort Dornbirn im Familiengrab beigesetzt. Nach nur 3,5 Jahren in geschlossenen psychiatrischen Kliniken ist Matthias Illigen wieder ein freier Mann. Der Grund für die kurze Strafe: er litt unter einer akuten paranoiden Schizophrenie, einer Krankheit, deren Ursachen nicht gänzlich geklärt sind und die vor allem junge Menschen befällt. All die Fetzen, die ich in meinem Kopf habe und all die Emotionen, die ich in meinem Kopf habe, sind grauenhaft. Die Tat, die was da passiert ist, alle Gefühle dazu, es ist schrecklich. Ja. Um mit dem Schrecklichen, also dem Mord an seinem Vater, umgehen zu können und als juristische Bedingung für seine Freiheit, unterliegt Matthias einer engmaschigen therapeutischen und medikamentösen Behandlung. Unter gerichtlicher Kontrolle bekommt der Student Neuroleptika und Antidepressiva zur Unterdrückung schizophrener Symptome. Ich bin so eingestellt und bin das auch schon so gewohnt und mein Körper verarbeitet die Medikamente ganz normal, dass sich mein Befinden nicht großartig ändert, wenn ich ein Medikament zu mir nehme. Das ist eigentlich eine ganz langsame, lang anhaltende Veränderung, die man so nicht spürt. Aber grundsätzlich geht es mir gut. Ich habe keine schizophrenen Symptome seit Jahren. Die Symptome beginnen 2006. Da studiert Matthias an der Kunstakademie in Wien. Sein Professor, Philosophiestar Peter Sloterdijk. Der sendet telepathische Botschaften, glaubt Matthias. Es hat eigentlich so angefangen, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass der Vortragende über eine besondere Art mit mir kommuniziert. Das heißt, er gibt mir Zeichen. Er weiß Dinge über mich, die er eigentlich nicht wissen kann. Und spricht nicht mehr zu der ganzen Hörerschaft, sondern nur noch speziell zu mir. Das hat sich immer mehr verdichtet und ist immer weitergegangen, bis schlussendlich auch das hier ein Schauplatz meiner Psychose war. Die Wahnvorstellungen häufen sich. Matthias sieht überall Zeichen. Hell gekleidete Menschen sind Engel, dunkel angezogene Dämonen. Die Bösen geben sich auch durch Raubtiersymbole auf ihren Schuhen zu erkennen, während andere Schuhmarken von den Guten getragen werden. In der hochpsychotischen Phase war Tramfahren, alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, totaler Horror, weil da irrsinnig viele Menschen auf engem Raum sind und sich die Blicke kreuzen und einfach nur so jemand anderen anschaut. Und ich habe ja alle Blicke immer auf mich bezogen und habe immer geglaubt, dass alle Menschen, die in der Tram sind, sich auf mich beziehen. Ja. Das heißt, es war ein irrsinnig beklemmendes, enges Gefühl. Ein bisschen eigen oder schon wahnsinnig? Matthias bemerkt die Veränderungen in seinem Leben, kann sie aber nicht richtig deuten. Dazwischen gab es natürlich immer wieder mal so hellere, kurzere, lichtere Momente, wo ich mir gedacht habe, das kann doch alles nicht sein oder irgendwas stimmt nicht oder ich will hier raus und so. Aber diese klaren Momente waren nicht stark genug und die waren nicht lang genug. Ich bin dann sofort wieder in meine Psychose hineingeraten. Sein Gehirn gerät außer Kontrolle, gaukelt Matthias einen weltumspannenden religiösen Kampf zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle vor, den nur er zugunsten der Guten entscheiden kann. Wenige Tage vor der Bluttat an seinem Vater fährt Matthias nach Rom. Er erhofft sich Unterstützung vom Papst. Als das nicht klappt, kommt ihm die nächste Wahnidee.
Mir ist dann der Verdacht gekommen, dass mein Vater der Urheber der Verschwörung sein könnte und dass mein eigener Vater ein Dämon oder ein verschworener Satanist sein könnte und mich eigentlich vernichten will. Das Verhältnis zum Vater ist nicht einfach. Als Matthias 3 Jahre alt ist, kommt er zu seiner Tante. Der Grund? Vater Illigen ist mit seinen 3 Kindern überfordert. Die Mutter ist kurz zuvor an Krebs gestorben. Die beiden älteren Geschwister bleiben beim Vater. Matthias fühlt sich verstoßen. Nach seinem Abitur zieht er sofort nach Wien. Die Beziehung zu meinem Vater war eigentlich in meiner Pubertät irgendwie stark von Streitereien geprägt, weil ich doch irgendwie ich habe stark pubertiert und war ein aufsässiger Jugendlicher. Ja. Und in den Jahren vor der Tat war es eigentlich eher distanziert, weil er hat einfach in Vorarlberg gelebt, ich habe in Wien gelebt. War doch irgendwie distanzierter. Ja. Matthias besucht seinen Vater. Der Anlass, er ist pleite. Doch gleichzeitig verfestigt sich die Krankheit und die Idee, dass der Vater sein Feind ist. Ich war einfach getrieben von Wahnideen und bin mit dem, ich wollte ihn eigentlich aufdecken in meiner Wahnlogik. Ja. Und bis ich dann in die Situation gekommen bin, dass ich der Überzeugung war, dass er mich vergiftet hätte. Matthias fühlt sich von seinem Vater bedroht und sieht in dessen Tötung den einzigen Ausweg. Er erschlägt ihn mit einem Bügeleisen und einem Stein. Wahrscheinlich dauert das Sterben des Vaters einige Stunden. Harald Illigen erlitt durch die massive Gewalteinwirkung schwere Verletzungen am Kopf und in weiterer Folge einen hohen Blutverlust. Matthias kommt vor Gericht. Dort wird seine psychisch bedingte Schuldunfähigkeit festgestellt. Er wird ohne Befristung in das psychiatrische Landeskrankenhaus Rankweil eingewiesen. Realisiert, dass ich in einer Psychose meinen Vater getötet habe, habe ich ungefähr nach ein paar Monaten auf der Psychiatrie. Also sind mir diese Gedanken gekommen, dass es eigentlich wirklich so hat sein können. Das machte den Weg frei, sich mit der Tat auseinanderzusetzen. Wenn ich Fotos von meinem Vater anschaue, dann habe ich am stärksten das Gefühl, dass ich ihn vermisse und dass er mir fehlt und dass ich mir wünsche, dass er wieder da ist. Ich habe natürlich schon Schuldgefühle. Und diese Schuldgefühle kommen immer wieder. Und diese Schuldgefühle sind unglaublich kräfteraubend, weil man braucht lange, um mit ihnen zu leben und sie zu verarbeiten. Matthias ist der Mörder seines Vaters, oder nicht? Denn neben Trauer, Verlust und Schuldgefühlen gibt es auch eine juristische Ebene. Und bei der geht es um genau diese Unterscheidung. Matthias mordete, weil er krank war. Heute ist er ein anderer. Sie sind ein Mörder oder ist es eben, weil es juristisch anders festgestellt wurde, nicht so jetzt für Ihr Selbstverständnis? Also für mein Selbstverständnis ist es schon so, dass ich mich, was den Begriff Mörder betrifft, an die juristischen Gegebenheiten halten. Also dadurch, dass ich exkulpiert bin, bin ich definitiv kein Mörder. Das ist auch wichtig von mir selber, das zu wissen, dass das einfach ein großer Unterschied ist, ob man so eine Tat vorsätzlich einfach so begeht oder ob man in einem zurechnungsunfähigen Zustand in so etwas hineingerät und so etwas macht. Ja. Schuld ist aber sehr wohl ein Thema. Ja. Also es erleichtert das eigene Leben nicht wirklich zu hören, dass man offiziell entschuldigt und schuldlos ist. Die psychiatrische Klinik Maria Ebene in Frastanz. Chefarzt Professor Reinhard Haller ist Österreichs renommiertester Gutachter. Er hat auch Matthias untersucht. Der ist im Augenblick stabil. Doch wie ist die Prognose? Wenn man sehr gut eingestellt ist, liegt das Rückfallrisiko bei 30-40%. Es hängt hier nicht nur von der medikamentösen Behandlung ab. Es kommt auch auf die soziale Betreuung drauf an, auf die Psychotherapie. Und natürlich spielen auch die lebensgeschichtlichen Einflüsse, ob ich unter guten oder schlechten Umständen lebe, ob ich emotionale Traumen zu verarbeiten habe und dergleichen, eine ganz wichtige Rolle. Ein Rückfallrisiko bis zu 40% bei guter Betreuung macht vielen Menschen Angst. Wie geht Matthias damit um? Ich habe gehört, dass jemand zu jemand anderem gesagt hat, man solle Angst vor mir haben oder man soll vorsichtig sein. Aber zu mir direkt
hat das eigentlich noch niemand gesagt. Wobei ich diese Frage aber auch immer wieder Menschen stelle, mit denen ich zu tun habe, ob sie denn Angst vor mir haben. Sie sagen aber immer alle nein. Er selbst hält sich natürlich für ungefährlich. Immerhin ist der Wahn ja unter Kontrolle. Nach der Klinik begann für Matthias sein zweites Leben. Viele Weggefährten haben sich abgewendet. Das Verhältnis zu seiner Familie ist schwierig. Fabian Burstein ist eng mit ihm befreundet. Für ihn ist Matthias nicht nur der psychotische Vatermörder. Viel Verständnis erntet er dafür nicht. Es ist immer wieder diese Situation, dass sich Leute fragen, ob man zum Beispiel mit einem Menschen, mit dem Matthias, alleine in einem Raum sein kann. Oder alleine durch den Wald gehen kann oder solche Geschichten. Also diese üblichen Klischees. Auf der einen Seite verstehe ich es, auf der anderen Seite trete ich dem schon sehr bestimmt entgegen, weil ich denke mir schon, man kann sich auch ein bisschen zusammenreißen. Matthias möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Schon immer träumte er davon, ein Schriftsteller zu sein. Nun hat er seine Geschichte niedergeschrieben und als Roman veröffentlicht. Die Folge: eine kontroverse Diskussion. Darf man aus solch einer Tragödie Kapital schlagen? Von Verlagsseite aus sieht man das in erster Linie pragmatisch. Also sowas gibt es noch nicht. Also von der Seite, also von dieser Seite erzählt, von einem paranoid, schizophrenen, kranken Menschen wurde das noch nie erzählt. Und wir haben das einfach sofort machen wollen, natürlich. Und ja, er hat ein Recht, diese Geschichte zu erzählen. Doch warum hat Matthias die Geschichte seiner entsetzlichen Tat nicht nur für sich aufgeschrieben? Ich oder ich lautet der Titel des Buches, in dem er erklärt, wie ihn die psychische Erkrankung immer mehr dominiert, bis er schließlich seinen Vater tötet. Also es geht mir schon darum, dass das Thema psychiatrische Erkrankung in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und dass ich einen gewissen Beitrag dazu leiste, dieses Thema zu entstigmatisieren. Und vielleicht auch, um ein Stück weit das eigene Stigma als Vatermörder loszuwerden. Es war die Krankheit, nicht er selbst, lautet die Botschaft. Und die Leser sollen zukünftig sensibler auf mögliche psychische Erkrankungen reagieren. Mord an seinem Vater hätte ja bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung vermieden werden können. Matthias hält gleich eine Lesung, geht ganz bewusst an die Öffentlichkeit. In seinem Buch beschreibt er genau, was geschehen ist, was er dabei empfunden hat. Geholfen haben ihm dabei Protokolle, Gutachten, Ermittlungsunterlagen. Die meisten Besucher heute Abend wissen nicht wirklich, was auf sie zukommt. Aber wann kann man schon mal einen Vatermörder live erleben? Dafür zahlt jeder gerne 17 Euro Eintritt. Alles drehte sich um geheime Botschaften, um verklausulierte Zeichen, die ich unbedingt erkennen und lesen musste, um im Spiel zu bleiben. Ich konnte nicht aussteigen, ich wollte schließlich gewinnen. Alles drehte sich um mich, den Auserwählten, der je nach Motivlage beschützt oder vernichtet werden musste. Immer wieder schafften es Satanisten in meine Nähe. Sie versprühten einen bestialischen Gestank und versetzten mich mit ihren zerfurchten Fratzen in Entsetzen. Die Tat selbst liest Matthias nicht vor, aber die ist den Besuchern ja auch schon bekannt. Man ist recht mitgenommen danach. Also es hinterlässt Spuren ein bisschen. Ja, vor Gericht natürlich, ja, ist er nicht schuldig, eben weil er nicht zurechnungsfähig war. Das stimmt schon. Ja. Aber dieser Mensch, ja, dieser Körper hat einen anderen Körper zu Tode gebracht. Ja. Und das ist eine Tatsache. Ja. Das ist auch Freund Fabian bewusst. Moralische Zweifel, die Tragödie zum Markte zu tragen? Nein, hier geht es um etwas ganz anderes. Wenn man so einen Rundgang macht, meine Spekulation ist, dass genau das, was er erreichen wollte, nämlich, dass man ein ausdifferenziertes Bild erlangt rund um seine Tat und seine Krankheit, dass er genau das erreicht hat. Und insofern war das schon eine ganz große Sache. Mit dem Buch spaltet Matthias die Meinungen, muss sich rechtfertigen. War es das wert? Ich würde es noch mal schreiben und ich würde es noch mal machen. Es geht für mich doch um meinen eigenen Lebensweg und es geht für mich darum, einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können. Meine eigene unglaubliche Geschichte irgendwie lesen zu können, von mir formuliert, was das wert ist.